wird es alles bleiben hier. Aber Mai ist doch okay, schau mal. Die bieten uns jedes Jahr schöne Spiele und wir spielen sie, es passt doch. Wieso bremse ich eigentlich ab? Nur weil der Geist irgendwie so komisch gefahren ist. Nein, doch Gold, wow. Krass. Wow. Aber sehr geil hier auf dem Jahrmarkt, oder was ist das? Jo, ich denke schon, ist ein Jahrmarkt, klar. Zirkus, Jahrmarkt ist, sind man ja, glaube ich, so. Gibt es auch ein Riesenrad. Hier ist irgendwie so ein Zirkus, wo man, glaube ich, auch rein kann. Nein, ich will nicht dieses Event wieder fahren. Muss ich mir noch überlegen? Ja, das ist vielleicht besser. Überlegst du noch mal in Ruhe. Schlaf nochmal drüber oder trink nochmal zwei, drei Bierchen, dann kommt, schaust eh vorbei. Mit zwei, drei Bierchen hält man das hier aus, oder? Nein, ich habe das Event schon gemacht, ich bin nur aus Versehen wieder da reingefahren. Und Nick, wie schaut's aus? Battlefield hat keinen Hype mehr, seit dem vierten Teil geht steil bergab. Ich meine, mir soll's eh egal sein, weil mir wie schicke Grafik bringt hier eh nicht in meinen Augen. Ja, ja, das könnte stimmen. Touristisch. Dann porten wir uns hier hin. Schon blinzeln hier. Fast Travel und porten uns dann weiter. Hey, Marco ist wieder da und probiert's nochmal. Ich hoffe, bei dir klappt das mit dem Stream jetzt. Würde mich sehr freuen. Z-Wave. Hey. Wow, hier kann ich noch wirklich was Gutes tunen. Ja klar, habe ich für den Skyline, klar. Habe ich mir ja geholt. Deswegen sagte ich ja vorhin, ich hatte eine Zeit lang Events probiert und die ganze Zeit das Dirt Kit an und habe es gar nicht gemerkt. Beim 370Z habe ich es gemerkt, da vorne diese schönen Lampen sind. Beim Skyline habe ich es gar nicht gesehen, was sich unterscheidet eigentlich. Wow, Precision. Mama. Ich musste dem Auto drauf ausweichen. Wie soll ich hier Precision fahren? Boah. Fuck. Und boah, so ein Blödsinn, aber Gold bekommen, da ich total den Geschwindigkeitsüberschuss hatte. Musste Update installieren, jetzt kann ich jetzt weitermachen. Was? Musste Update installieren? Okay. Zwei Bier sind bei mir zu Frühstück. Krass, ey. Spinnst ja. Ja, Gexit hat eine andere Meinung. Sie ist halt so ein Facebook, würde mit dieser Aussage jetzt einstellen. Ja, nö. Bin ich ja auch teilweise der Meinung, Marcel. Ist ja. Ich finde, kaufen viel zu viel ein und machen das Ganze dann kaputt. Meine ganzen Lieblingsfirmen sind eigentlich bei EA gelandet. Hier Westwood zum Beispiel. Immer super gefallen mit Command & Conquer. Ist auch da gelandet. Ja, und noch andere paar, wo man vielleicht nicht unbedingt Beispiel nennen müsste oder könnte. Hier, glaub Criterion Games ist auch da gelandet. War das nicht Burnout? War auch ein cooles Spiel. Ist auch irgendwie nicht mehr da. Ach, du meinst für Windows 8? Ich dachte für Spiel. Ich hatte kein Update für Spiel heute. Scramble. Hey, The King, grüß dich, da bist du wieder. Wie geht's dir denn? Und, stimmt, du kannst ja wieder schön fleißig Punkte sammeln. Ich habe ja noch einen Metro hier aufgehoben für euch heute, für später. Beim Skyline hast du links auch das schwarze Lüftungsrohr, was von der Mutterhaube aufs Dach führt. Aber so dicke Nebelscheinwerfer kriegt man beim Skyline leider nur beim Kauf.
Ach so, kannst du die extra kaufen, die Nebelscheinwerfer? Hast du gestern den letzten Key nicht verlost? Nee, hat sich nicht mehr ergeben. Waren wir dann zu wenig Leute? Ist dann auch spät geworden. Ich habe da gestern sehr spät angefangen und dann sind viele Leute auch weg gewesen. Hatte ich mich auch über das bisschen aufgeregt gestern. War ich ein bisschen genervt wegen dem Spiel. Und ein paar komische Chat-Diskussionen hatten wir hier mit einigen Zuschauern oder mit einem. Könnt ihr alles nachschauen auf YouTube. Die letzte Stunde oder so habe ich mich ziemlich genervt irgendwie. Weil da war jemand nur am Meckern, 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 Meckern. Das hat mir nicht gefallen. Und dann haben wir halt dadurch 7 Zuschauer verloren, waren nur noch unter 10 oder so. Und das war dann nicht wirklich fair, sag ich mal. Warten wir wieder, bis ein paar mehr sind, damit jeder eine Chance hat. Ach, brauche ich hier das Dirt-Setup eigentlich? Nee, meinte bei einem Kauf von einer anderen Frontschürze vergessen zu schreiben. Ach so. Ach, die kann man auch tauschen, okay? Wusste ich gar nicht. Hey, galaktischer Dark Knight, grüß dich, schön, dass du da bist. Gut, dass ich schlafen gegangen bin. Klar. Need for Speed wird jetzt von Burnout-Entwicklern zusammengeforscht. Ja, die mixen dann die ganzen Studios. So mixen und ein bisschen neue Eindrücke zu holen schaffen ist ja nicht schlecht, aber siehst ja, dabei kommt irgendwie nichts raus. Ja, nach dem Fischstäbchen-Gequatsche bin ich auch Kommentar lassen. Ach, das meinst du? Ja, das war ja auch noch. Das, ja. Aber ein Tschüss wäre doch trotzdem drin gewesen. Ich habe gesehen, du bist dann doch weg. Ist ja okay, aber. Hätte mich trotzdem gefreut. Was hat er denn so gesagt? Ach, halt gemeckert, dass ich halt so verplant spiele und selber schuld bin, wenn ich draufgehe und so. Ist ja alles richtig. Spieler selbst und nicht viel verplant. Ich war auch ziemlich müde gestern, habe saustarke Schmerzen gehabt. Ich habe mehrere Schmerztabletten immer wieder geschluckt, aber ich war trotzdem da, trotzdem gestreamt, um mit euch Spaß zu haben. Und ihr wisst ja, wenn ich irgendwas spiele und mit euch rede und quatsche, fahre ich immer irgendwo vorbei, zehnmal an der gleichen Stelle und sehe dann etwas nicht. Das hat dann etwas genervt, da er selber nicht so gut drauf war. Und dann, wenn einer meckert, dann irgendwann habe ich dann auch keinen Bock mehr. Dann pöpel ich halt auch irgendwann zurück. Was ich zwar nicht sollte als Streamer, aber. Ja, besser pöbeln als einfach rausschmeißen, oder? Nur Hexball und Felgen Standard. Sicher, vergleich doch mal dein Skyline-Kit mit meinem. Ja, da. Ja, ich kann doch da nicht. Ich kann dich doch nicht vergleichen. Du standest doch immer wieder gut ab. Du bist doch Pro in dem Spiel. Ist doch kein fairer Vergleich. Das mit dem Fisch war krank. Ja, das. Am Anfang die Frage, ob ich Fisch esse, war okay. Ja, ich sehe es ja schon, du hast diese geilen Striche da. Komm, wir fahren hier mal. Aber hat man zu weit ausgeholt, aber macht ja nichts. Thema ist ja vorbei, war ja gestern. Kann man aber bei YouTube nachlesen, hören. Ist nicht zu empfehlen unbedingt, aber ich bin für jeden Klick aus Video dankbar. Und auch sowas habe ich nicht rausgeschnitten. Alles live und ungeschnitten. Auch wenn ich dabei etwas doof rüberkomme, egal. Ist halt situationsbedingt. Passiert, passiert. Bin ja eigentlich immer cool drauf. Ich hätte jetzt nicht lachen sollen, oder? Hätte ernst bleiben müssen. Verdammt. Mal später. Jo, passt hier, geht echt gut hier. Nee, 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 ich möchte keinen Namen nennen. Weil sind ja sonst alle cool, aber ich verstehe es ja, wenn es einem schlecht geht, dann ist es ja okay. Aber dann sollte man den an dem anderen, dem es auch schlecht geht, nicht unbedingt hier, ja. Egal. Schön wäre es, wenn ich in dem Game Pro wäre. Man kann alles nachlesen, Holy. Klar, sicher, habe ich doch gesagt. Live, unzensiert, ungeschnitten. Ich unterscheide mich da vielleicht ein bisschen zu anderen, da ich das alles so komplett zeige.
viele tun auch was rausschneiden. Was ich nur rausgeschnitten habe, einmal, war, als der Stream abgestürzt war und dann nur noch schwarzes Bild war. Und ganz verstockt der Ton zu hören war. Das habe ich rausgetan. Weil schwarzes Bild und kein Ton oder nur gestottern, das bringt ja nichts. Aber sonst ist alles live. Die Streifen fallen ihm auf. Mach mal Auslandssicht, ich stell dir mal neben, dann siehst du es. Mein Abo auf YouTube hast du, danke. Ja, nee, ist ja so, dass Twitch die Nacht die Videos löscht und ich dachte mir auf YouTube, ist es ja ganz, ganz coole Ergänzung. Machen wir jetzt nicht immer, aber ich schaue, dass ich einige Videos hochlade für euch. Spoiler ist mir noch aufgefallen, oder kann das sein? Gut, dass wir jetzt hier im. Warte, ich muss mal hinter dich fahren. Wegen Licht bleibt man da. Jetzt hat. Er ist doch genau identisch. Ist doch gar kein Unterschied hier. Ist doch total identisch. Hat sich das Geld doch gar nicht gelohnt hier bei dir. Ist doch das gleiche Auto. Sogar die Farbe ist identisch. Alles. Auch hier das Nissan-Zeichen ist bei dir drauf. Also, ich weiß gar nicht. Das hat sich doch gar nicht gelohnt bei dir. Hab dich auch abonniert, danke dir. Danke dir. Hast du gelesen? Nee. Gag, soll ich dir ein Bild von dem Auto schicken? Kannst du, aber du kannst mir einfach sagen, welches du hast. Es gibt gar nicht so viel am Anfang zur Auswahl. Ist das schlimm, Holy, dass man deinen super schönen Text auch lesen kann? Yo! Gags, du Nudel, bist ja schon on. Klar, sicher bin ich on. Ich bin doch immer so früh on hier. Weißt du doch. Okay. Gerade das Dirt Kit, da sind die Teile anders. Aber hier ist alles identisch. Ich sehe keinen Unterschied. Ich sehe nur, dass ein Auto blau ist. Mit dem Streifen. Gags, Nudel. So, habe ich hier Gold geschafft, dann geht's weiter. Diese verdammten NPCs schrotten mir immer meinen schönen Lack. Ja, aber dann musst du dich nur irgendwo hinporten, dann ist das wieder heile. Eigentlich. Wie ich immer eigentlich sag hier. So, jetzt geht's direkt weiter. Fahren wir das nächste Event. Du musst schauen, Nick, dass du das schaffst, das Event. Gib dir Mühe, streng dich an. Und dann kann ich dich auch in die Crew laden, einladen. Wer noch mitfahren will in der Crew, ich fahre jetzt ein paar kleine Events, nachher cruisen wir. Du kannst ja schon mal, Marcel, wenn du Bock hast, nach Laguna Seca fahren, Mazda Raceway. Und du weißt, wo die ist, die Strecke. Und dann folge ich dir oder beam mich zu dir hin, dann können wir da ein paar Runden drehen auf der Rennstrecke. Die gibt es und dann gibt es noch ein paar andere. Müsste ich aber bei Google nachlesen. Habe ich nicht mehr geschafft vorm Stream. Ich bin ganz, ganz knapp vorm Stream mit der ganzen Arbeit fertig geworden, der Vorbereitung. Ist mir scheißegal, du hast ja eh nur drei Aufrufe. Genau. Und außerdem ist ja alles cool. Das ist ja alles nur situationsbedingt. Das ist ja alles live und das ist ja alles nur Show. Ich meine, passt doch. Es ist ja nicht das echte Leben hier. Deswegen nenne ich es ja die Gags TV Show hier. Und vielleicht werden die drei Aufrufe irgendwann mal zu vier. Was sagst du denn dann, Holy? Ich meine, ich habe ja der erst gestartet und ja, das wird schon. Das wird schon. Vielleicht kriege ich irgendwann fünf Aufrufe. Das wird Bombe. Wenn ich dann mit den reellen Videos anfange, von mir erzählen, machen, hier Geschichte, Blödsinn, auch hier rumlaufen, rumgehen, dann wird sich das bestimmt ändern. Aber geht ja momentan schlecht mit dem Rumgehen. Das wisst ihr ja, gesundheitsbedingt. Ist ja noch viel geplant, aber kann ich halt nicht alles machen. Dann verweise ich mal direkt auf das Video hin, wo du dann da was geschrieben hast. Nicht nee, Schmarrn. Das mache ich nicht. Soll jeder das schauen, was er Lust hat. Und der Grund, dass ich den Chat einblende, ist, wenn ich einen Stream im Nachhinein schaue, spricht ja doch oft auch der Streamer mit dem Chat und dann weiß man auch nie genau, wovon er spricht. Oder dann ist es irgendwie dann langweilig, das zu sehen, nur den Stream alleine.